Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Das Video, was ihr da gerade gesehen habt, da haben wir eine Verlosung angekündigt. Für die, die ganz neu dabei sind, wir haben eine Esserton-Überwachungskamera verlost. Also jetzt noch nicht ganz, wir machen ja jetzt noch den letzten Schliff. Aber die konnte man gewinnen. Man musste nur Hashtag Kamera in unser Kommentarsystem schreiben. Und ich würde sagen, losen wir jetzt mal aus. Auslosung durchführen. Der Gewinner lautet Turbo-Jo-Detlefs. Ha? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit dem Kommentartext Hashtag Kamera. Würde mich mega freuen. Ihr seid die Besten. Liebe eure Videos. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt deine. Genau. Wir versuchen, dich anzuschreiben. Schreibe auch du uns bitte an. Und dann kriegen wir schon geregelt, dass wir dir das Gerät hier zuschicken. Und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Vlog. Gerade gut. Ich kann mal meinen Adventskalender zeigen. Ich habe nämlich einen mit amerikanischen Süßigkeiten. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum liegen die ganzen Sachen hier noch? Ich wollte die Sachen zur Hälfte mit meinem Vater teilen und ich kann mal zeigen, was wir hier haben. Finde ich auch sehr nett, denn ich muss sagen, der Kalender wäre auch was für mich gewesen, da ich wirklich ein großer USA-Fan bin und natürlich auch die Süßigkeiten dementsprechend gerne essen würde, wenn ich sie denn hätte und auch kennen würde. Und ich muss schon mal sagen, bisher waren da nur Sachen drin, wie ich sehe, die ich noch nie irgendwo bei unseren Reisen oder woanders gesehen habe. Wie zum Beispiel hier The Original Boyer. Irgendwas mit Peanut Butter. Das bedeutet so viel wie Haselnuss, Nuss, ich weiß nochmal dieses, so ein Aufstrich wie Nutella so ähnlich. Erdnussbutter. Ja, Erdnussbutter. Dann habe ich schon einmal so Bonbons bekommen. Solche kenne ich auch. Und was auch immer das hier ist, ich weiß es nicht, aber sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich würde sagen, probier es auch mal jetzt, dieses Ding da. Okay, warte, ich mache die Hälfte ab. Ich glaube, das ist Biskuit. Probier mal so ein Kuchenteig. Das ist es, glaube ich. Warte, ich mache es mal in der Mitte ab hier, weil ich das ja auch mit Stefan teilen möchte. So. Klebt ganz schön, wie man schon merkt. Ich mach das mal hier ab zur Hälfte. Ja, eine große Hälfte. Egal. Mit Füllung ist das sogar. Mhm. Das schmeckt mir sehr gut. Ist sehr süß auch, aber schmeckt richtig lecker. Amerikanisch, ne? Ich glaube, das ist immer extrem süß. Mhm. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Lakritz. Und jetzt kommt noch Türchen Nummer 5 für heute. Oder von heute? Erstmal suchen. Da. Aber selber, ich weiß nicht, wie man es auf in diesem Englischen ausspricht, aber auch wieder was mit Peanut Butter. Chewy, so ein Kaubonbon ist das, glaube ich. Chewy, Chewy Taffy. Chewy ist doch bei Star Wars, oder? Chewy, ja. Ich glaube, das wird ein bisschen schwerer zu teilen, da es ziemlich hart ist und ich glaube, man kann es nicht durchbrechen. Irgendwie kriegen wir schon hin. Bin ich auch mal gespannt. Das fand ich sehr süß. Aber was Besonderes irgendwie, wenn man es ja hier normalerweise nicht bekommt in Deutschland. Schmeckt nach Amerika. Der John hat einen Adventskalender, wo er die Süßigkeiten ganz lieb mit Stefan teilt. Stefan hat einen Adventskalender, den er von mir bekommen hat, aber ich habe keinen bekommen. Doch, ich habe eine liebe Oma, die was besorgt hat. Ja, genau. Meine Schwiegereltern haben uns diesen Adventskalender geschenkt, aber für Stefan und mich zusammen. Wir teilen uns das eigentlich. Ich wollte an dem Tag, wo dieses Paket, das hier in der Küche auf einmal stand,
wollte ich losgehen und einen Kalender für Simone kaufen. Am letzten Drücker. Das war am letzten Tag des Novembers, ja, ja natürlich. Und da habe ich mir gedacht, es ist ja ein Blödsinn, jetzt noch einen Kalender zu kaufen. Hätten wir hier 4 Kalender für 3 Leute. Aber jeder hätte einen eigenen gehabt. Okay. Nein, eben nicht. Ich teile mit Stefan, du teilst mit Stefan und Stefan hat noch einen eigenen. Ist ja auch nicht so schlimm jetzt. Ja, ja. Damit Simone auch was zum Auspacken hat, haben wir natürlich was vorbereitet, denn wir waren eben gerade bei IKEA. Und in Simones Küche fehlt noch ein Hocker, ein Barhocker. Ja, und IKEA auf dem Samstagmorgen, wir waren echt verrückt. Die Leute standen im Parkhaus Schlange, weil ja immer Abstand halten und was weiß ich. Die standen im Parkhaus Schlange zu Fuß und nicht mit genau, dem Auto. Genau, ja. Und dann, weil die Schlangen immer länger wurden, als dann der Einlass losging, hat auch der Security dazu aufgefordert, damit er hinten mehr Platz hat und sich mehr Leute anstellen können. Man sollte doch enger aneinander stehen oder laufen. Man soll den Abstand nicht so einhalten. Er bräuchte Platz da hinten. Also verkehrte Welt in Schweden. Aber um es kurz zu machen, wir haben jetzt was gekauft. Hier steht es. Für Simone zum Auspacken und weil es so schön ist, ganz für sie alleine zum Auspacken und Aufbauen. Ja, aber ich habe gedacht, wozu habe ich denn geheiratet? Warum machst du das denn nicht? Ich habe es bisher immer gemacht. Und heute zeigen wir mal, dass ich das nicht kann. Ich habe auch keine Lust dazu. Lust habe ich dazu auch nicht. Wir fangen mal an, es auszupacken und mal sehen, ob ich eingreifen muss oder nicht. Was heißt wir? Ich gehe mal schnell nach oben. So, hinter mir wurde fleißig ausgepackt gerade. Das war die Phase 1, das Auspacken. Und ich würde mal sagen, 10 Punkte ohne Fehler. Die Phase 2 ist schon im Gange, nämlich das Studieren der IKEA-Anleitung und dem Überprüfen, ob auch alle Teile da sind. So, dann geht's schon los. Ich verstehe wieder nur die Hälfte. Und ehe wir uns versehen, hat schon Phase 3 gestartet, nämlich der Zusammenbau. Wir können also für Phase 2 auch 10 Punkte geben. Sind alle Teile vorhanden? Ja. Gut, mal sehen, ob wir auch 10 Punkte für Phase 3 vergeben können, nämlich den Zusammenbau. Phase 4 hat hier schon angefangen, der Unmut. Keine Lust dazu, die Ungeduld. Funktioniert hier nicht. Phase 4 ist bei uns der Test des Aufgebauten, ob das funktioniert. Wir müssen die Phase 3 unterbrechen, leider, wie ich gerade höre. Es gibt Probleme. Ich kann das nicht beim Festhalten und hier schrauben und ich habe keine Lust, deswegen habe ich auch also hilf mir bitte. Ja. Das riecht ganz nach Punktabzug. Das riecht nach Ärger, wenn du nicht gleich kommst. Wenn man so sieht, wie gekonnt sie den Inbusschlüssel bewegt, könnte man glauben, sie hat das schon nicht das erste Mal gemacht. Nach flüchtiger Überprüfung des Zusammenbaus ist mir aufgefallen, dass bereits beim ersten Schritt des Zusammenbaus ein Fehler geschehen ist. Nämlich welcher? Du mir jetzt sagen? Schlagen Sie bitte Seite 1 auf in der Anleitung und dann Punkt 1. Da? Das habe ich ja gesagt, hier ist nichts zum Abmachen. Wo ist denn hier was zum Abmachen? Hier ist nichts. Es gibt einen weißen Punktabzug leider. Ah.
befinden uns am Ende der Phase 3 des Aufbaus. Was kommt jetzt? Einfach nur noch die Teile ineinander stecken und dann ist es wohl fertig. So. So soll es wohl sein. So, wir kommen jetzt zur Phase 4, dem Test. Es muss irgendwie fest einrasten, glaube ich, sonst kann man den nicht tragen. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Da steht nämlich nichts mehr. Das heißt, Phase 3 noch nicht abgeschlossen. Es steht hier aber nichts mehr. Man soll das da aufsetzen und gut ist. Keine Ahnung. Phase 3 doch abgeschlossen. Kommen wir, wie gesagt, zur Phase 4, der Test. Ich fall hier gleich runter. Also so ist doch ein bisschen komisch, aber wenn ich gleich in der Küche an meinem Arbeitsbrett sitze, ist es vielleicht anders. Oh, ist das lustig. Ja gut, und so sitzt man dann hier und ja, so ähnlich hatte ich mir das gedacht. So, kommen wir zum Gesamturteil. Phase 1 gab ja 10 Punkte, das war ja das Auspacken. Nicht weiter schwer. Habe ich gut hingekriegt, glaube ich. Ich würde mir mal volle Punktzahl geben. Phase 2 war ja das Studieren der Anleitung und das Vergleichen, ob auch alle Teile mitgeliefert worden sind. Da gab es ja schon eigentlich ein paar Abzüge. Nein, ich habe das verglichen und ordentlich hingestellt, alle Teile da. Ich habe das, da gebe ich mir auch noch volle Punktzahl. Na gut, aber dann? Aber dann, ja, dann habe ich nicht gleich gesehen, dass man da noch eine Folie abziehen muss. Beziehungsweise ich habe es gesehen, aber ich habe die Folie nicht gefunden. Genau, in Phase 3 war das nämlich. Weil das Bild auch anders aussah, so. Ja, und dann war der Zusammenbau da, der erste Schrauben. Der Zusammenbau, da war ich schon kurz vorm Zusammenbruch. Ja. Also. Da müssen wir leider ein paar Punkte abziehen in Phase 3. Und der Test war dann aber auch wieder halbwegs okay, würde ich sagen. Ja, aber wenn ich jetzt ein Fazit geben soll, würde ich mal sagen, von der Uhrzeit, es hat echt lange gedauert. Das nächste Mal soll das doch wieder jemand machen, der sowas kann. Nein, nein. Geübt ist und ja, nichts weil ihn gehindert. Es war gar nicht so schlecht. So, jetzt können wir den Tag weiter genießen. Wir wollen nämlich nochmal auf einen Zuschauerwunsch eingehen, der da hieß, dass John mal seine PlayStation 5 Spiele vorstellt. Das machen wir jetzt. Linky08 hat geschrieben, hey John, ich bin auch in deinem Alter und würde mich mega freuen, wenn du mal in einem Video deine PS5 Spiele schnell zeigen kannst. Und das kann ich natürlich machen und ich kann auch schon mal sagen, was das erste Spiel ist. Ist auch bis jetzt mein Lieblingsspiel für die neue PlayStation. Das heißt Spider-Man Miles Morales. Obwohl ich den ersten Spider-Man-Teil nicht gespielt habe, finde ich den richtig geil. Und den zeige ich euch jetzt mal. Wir sind jetzt auch schon im Spiel drin und ich habe schon mal gespielt. Ich habe jetzt neu angefangen, denn das beste Gameplay-Material, finde ich, ist im Prolog drin. Ist bei den meisten Spielen so. Aber was mir auch direkt aufgefallen ist, wenn wir mal hier von dem Miles den Pelz sehen, man sieht jedes einzelne Haar und das finde ich auch halt an dem Spiel so toll. Und es ist auch eins, was den PlayStation 5 DualSense Controller unterstützt. Also man merkt alles. Ich habe auch gerade die U-Bahn gemerkt, wie die über die Schienen gefahren ist. So ein Rucken, dieses Tadang, Tadang. Und was Stefan auch gut gefallen könnte im Spiel ist, es ist New York und es ist das ganze New York nachgebaut. Okay, es sind ein paar Sachen da, die es auch nicht in echt gibt, wie beispielsweise den Avengers Tower. Es tut mir leid, wenn ich ein paar Sachen nicht so gut sage. Ich habe nicht so viel Marvel geguckt, aber ich mag Spider-Man sehr gerne von Marvel. Da, die Teile habe ich natürlich geguckt, die muss man ja geguckt haben. Aber ja, zeige ich gleich mal ein bisschen Gameplay-Material. Danke, Kleiner. Genau. Was auch, glaube ich, die Botschaft hinter diesem ersten Prolog-Teil ist, ist, dass der Miles auch hilfsbereit ist und so ein guter Held auch ist. Es wird erstmal geredet, also halte ich mal eben den Mund. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der Kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Ich kann schon mal sagen, das Schwingen, das macht mega Spaß.
Man merkt halt auch alles im Controller. Das macht es auch nochmal cooler. Dann geht's jetzt auch schon direkt los. Ist irgendwie komisch, wenn man hier nochmal die ganzen Sachen sieht, wie einem gesagt wird, wie man schwingt, aber ich habe es ja bereits schon gespielt, das Spiel. Das gefällt mir auch mega. Es kommen auch Geräusche aus dem Controller, dieses spinnartige Netz. Und ja, ich schwinge jetzt erstmal zum Ziel hin. Da soll man ein bisschen das Schwingen kennenlernen. Was auch Spaß macht, ist die Gebäude hochlaufen und dann. Bin auch gleich da. 1 Kilometer ist für Spider-Man ja nichts. Für alle, die sich jetzt wundern, warum das Spider-Man anders aussieht. Es gibt in dem Spiel 2 Spider-Mans, also, aber ich glaube, die meisten wissen, dass die sich auch mit Marvel ein bisschen auskennen. Und ja, ich bin auch gleich da. Und dann kann ich schon mal was sagen. Gibt's gleich einen kleinen Kampf. So viel Action habe ich noch nie in einem Anfangsspiel erlebt insgesamt. Denn das, was jetzt kommt, ist richtig krass. Also ich kann das Spiel auch für Leute empfehlen, die sich mit Marvel überhaupt nicht auskennen. Ich habe keinen einzigen Avengers-Film geguckt. Nur so Spider-Man, was man halt kennt. So. Jetzt muss ich hier zu Spider-Man hin und versuchen, den Rhino selber zu reiten. Den kann man reiten, wenn man auf dem drauf ist. So. Also das Schwingen macht schon mega Spaß. Also ich habe auch Freunden dieses Spiel zum Anfang empfohlen. Aber ich hoffe, man kann sich schon ein Bild darüber machen. Also für Leute, die... Das Spiel gibt es auch für PlayStation 4, aber ich glaube, am besten ist das natürlich für die 5er, denn das ist ja eigentlich gezeigt, um den Controller zu unterstützen. Und jetzt bin ich dran und wenn ich hiermit fertig bin, dann können wir auch zum nächsten Spiel rüber, wenn das noch geht. Ja. Hier muss ich nämlich jetzt selber lenken und versuchen, so wenig wie möglich zu zerstören. Das kriege ich Schaden. Ah. Ist auch gleich fertig. Jo, und sieht ja schon mal gut für uns aus. War's dann auch schon gleich. Hier wird's ein bisschen schwieriger. Und ich würde sagen, dann sind wir mal fertig. Ich möchte dann mal eben unser zweites Spiel für die PS5 vorstellen, denn wir haben bisher nur 2. Das ist Assassin's Creed Valhalla. Und ich finde es sehr total gut, weil es mich total hier an diesen Teil Black Flag erinnert, wo man auch mit Boden rumfahren muss und dann irgendwelche Länder erobert. Finde ich total klasse. Ist ab 18, weil ein bisschen brutaler. Ja, man kämpft auch mit einer Axt, aber ich habe so einige Assassin's Creed-Teile gespielt und ich finde, so viel mit Assassin's Creed hat das Spiel gar nicht zu tun bis jetzt. Ich habe noch nicht so weit gespielt, aber ja. Gute Grafik hat es auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall echt interessant. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja, also ich mag solche Spiele. Ich muss mal sagen, auch wenn man hier sagt, der Controller vibriert nicht, wie bei den Spielen, die extra für die PS5 hergestellt sind. Ich finde die Grafik einfach super.
Und nachdem ich die Serie Vikings gesehen habe, finde ich solche Spiele umso interessanter mit Wikingern. So, kommen wir jetzt zu einem weiteren, zum letzten Thema dieses Videos. Wir haben nämlich ein Paket bekommen von Helmut. Machen wir jetzt auf. Oha. Ja, also schon mal vielen lieben Dank, Helmut, an dieser Stelle. Ja, wir bedanken uns schon mal im Voraus. Ich freue mich ja immer über jeden netten Kommentar, den ihr uns schreibt. Und diese Pakete sind ja gar nicht Not. Ihr macht uns aber immer eine Freude damit. Und ihr macht euch ja auch immer Gedanken, was ihr da reintut. Ich bin gespannt. Oh, hier ist noch zugeklebt. So. Boah. Jo, das Paket ist voll. Boah, ja. Passend zu Weihnachten, leckere Süßigkeiten, eine Duftkerze und ich liebe Lavendel. Noch mehr Schokolade. Ach, riecht gut. Die ist rausgefallen. Noch eine Lavendelkerze. Wirklich toll. Dankeschön. Ach, Weihnachtskekse. Die kennen wir doch. Hier diese Spekulatius. Ja, Krombacher Fassbrause Patronus Weizenmix. Und, oh, Marzipanbrot. Also so viel Süßigkeiten. Ja. Danke, danke, danke. Noch mehr Schokolade, ey. Wie viel ist da denn noch drin? Helmut schreibt dazu, hallo Stefan, John und Simone. Wie versprochen schicke ich euch das Weihnachtspaket. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Absolut unseren Geschmack getroffen. Dankeschön. Ihr seid die beste YouTube-Familie. Ich mag eure Videos voll gerne. Macht weiter so und lasst euch nicht unterkriegen von Corona. Nein, ich glaube, das zeigen unsere Videos, dass wir machen weiter wie bisher, ne? Ja, danke nochmal. Ich wünsche euch in dieser Zeit eine schöne Adventszeit. Schöne Grüße von Helmut aus Essen. Ja, also Helmut, dir auch eine schöne Vorweihnachtszeit und vielen Dank für das tolle Paket. Natürlich auch von mir, vielen Dank. Und ich würde mal sagen, lang genug ist es geworden, das Video. Das war's für heute. Ja, an dieser Stelle beenden wir das Video. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns auch abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss, bis bald.